Spieglein, Spieglein an der Wand, was ist los in diesem Land? Unser Bundespräsident, der Frieden sei mit ihm, unser Bundespräsident hat angekündigt, er würde eine zweite Amtszeit nicht ausschließen. Entweder er glaubt, die erste war so wahnsinnig erfolgreich, dass er auf demselben Ticket weitermachen kann, oder er meint, die war nicht so erfolgreich und er möchte es das nächste Mal besser machen. Wie immer gibt es zwei Optionen und ich weiß nicht, für welche ich mich entscheiden soll. So erfolgreich war er auch nicht. Ich meine, was von seiner ersten Amtszeit übrig bleibt, ist die Aufforderung, zu einem Konzert von Feine Sahne Fischfilet zu gehen, ungeachtet der Inhalte von Feine Sahne Fischfilet. Und das war schon das Prononcierteste, was der Bundespräsident in seiner ersten Amtszeit angestellt hat. Nein, es gab noch etwas. Er hat zum 40. Jahrestag der iranischen Revolution ein Glückwunschtelegramm an die Ayatollahs und die Mullahs in Teheran geschickt. Der Bundespräsident, der den amerikanischen Präsidenten einen Hassprediger nennt, hat kein Problem damit, den iranischen Mullahs und Ayatollahs die Frauen in den Knast werfen, weil die Frauen sich weigern, ein Kopftuch zu tragen, die Schwule an Baukringen aufhängen, hat kein Problem damit, diesen Leuten alles Gute zur Revolution zu wünschen. Naja, wir werden vielleicht noch einige bemerkenswerte Sachen mit diesem Bundespräsidenten erleben. Ich rechne noch mit was anderem. Ich denke, wir müssen damit rechnen, dass die Bundeskanzlerin kurz vor den nächsten Wahlen, also ich glaube im September nächsten Jahres, sich als Retterin in der Not anbieten wird. Wahrscheinlich wird sie eine Ansprache halten. Wollt ihr Laschet? Nein. Wollt ihr Merz? Nein. Wollt ihr Jens Spahn? Nein. Also wird dann die Bundeskanzlerin sagen, ich opfere mich nochmal. Es ist ja niemand da und irgendjemand muss das deutsche Volk vor sich selber retten. Das heißt, es bleibt alles, wie es ist. Ganz vorne oben Steinmeier, dann gleich hinter ihm die Kanzlerin und dann geht's halt weiter wie gehabt. Langsam abwärts, aber konsequent.